Ja, hi, ich bin Kevin aus Deutschland und ich würde da, Wolfgang, ich würde da direkt auch gerne Bezug nehmen, denn ich finde es gar nicht so schlimm, dass es Verkäufer und Käufermärkte gibt. Also es gibt Überfluss in fast allen Bereichen, die wir haben, und das ist genau das Prinzip von Franz Hörmann, dass wir versuchen, Überfluss herzustellen und dass die Leute, die den Überfluss hinbekommen, dass die dann belohnt werden. Und es ist nicht das Problem, dass wir weiterhin Verkäufer und Käufer haben, aber Franz Hörmann setzt sich damit sehr wissenschaftlich auseinander, aber ihr müsst euch Franz Hörmann wirklich mal anschauen, und es gibt interessante Videos darüber. Das ist auf jeden Fall eine Idee, wie der Übergang passieren kann von Franz Hörmann. Und ich habe zum Abschluss ein super Gedicht gefunden im Internet, weil ich auch der letzte Redner bin, wie wir diese Transformation friedlich und zusammen absolvieren können, und würde das gern vortragen. Es geht um die Jüngeren und die Älteren und wie wir es hinbekommen, zusammen uns in eine Kooperation zu bewegen. Wer Schwierigkeiten hat, Weisheiten von Jüngeren anzunehmen, wird in Zukunft eine schwere Zeit haben. Das Schiff, was bisher gesteuert wurde, ist am Kentern. Die Regel, dass nur die Alten die Jungen lehren, ändert sich. In diese Welt inkarnieren jetzt die Kinder, die jedem anderen und auch die Alten lehren, was diese bisher nicht lernen wollten. Wir alle haben unsere Aufgabe, unser Erbe angetreten und lassen uns nicht mehr davon abhalten. Wir sind die Kinder, die anders sind. Wir sind die Unbestechlichen. Kein Geld, keine Macht der Welt kann uns daran hindern, zu tun, was zu tun ist. Wir sind keine Helden und tragen keine Waffen. Wir töten keine Menschen und keine Tiere. Wir werden uns gegenseitig zeigen, wie man liebt. Unser aller Aufgabe ist es, das Leben auf dem Planeten durch unsere Anwesenheit und unser Tun zu bereichern. Wir verbünden und vereinen. Wir schlichten und bringen Frieden und auch Wahrheit. Eine neue Menschheit entsteht, die Vielfalt des Lebens respektiert und schätzt. Uns interessiert nicht Hautfarbe, Sprache oder Besitz. Wir sehen Dinge, die den Augen des alten Zeitalters verborgen bleiben, und erkennen die Vollkommenheit und Liebe in jedem Menschen. Wir leben in Harmonie und mit Spaß. Wir passen nicht in die alten Systeme. Wir sind die Meister unserer eigenen Schicksale und haben Rückerinnerungen. Wir brauchen niemanden, der uns sagt, wie und wo wir zu wohnen, wann wir zur Arbeit zu gehen haben, was wir anziehen sollen, was in und was out ist. Die hierarchischen Systeme brechen, weil die Basis nicht solide, weil sie nicht ehrlich ist. Wir, die Kinder des neuen Zeitalters, lassen uns nicht führen. Wir führen selbst. Was wir wollen, ist Liebe, nichts weiter. Wir haben die Transformation bereits begonnen. Es ist keine politische Revolution, sondern eine innere, spirituelle Transformation. Wir werden keine Waffen in die Hand nehmen. Unsere Gedanken und Gefühle sind unsere Waffen. Wir kämpfen nicht gegen irgendjemanden, sondern für alle. Wir sind die Kinder, vor denen die Etablierten des alten Zeitalters Angst haben. Warum? Weil wir auf solche Spiele nicht abfahren. Wir benötigen keine erzwungene Macht, die im alten System noch vorherrschte. Wir haben keine Angst mehr vor der Veränderung. Wir verändern unsere Angst. Wir sind uns bewusst und haben unsere Gedanken und Gefühle und vor allem die Macht der liebevollen geistigen Welt mit uns. Dankeschön. Danke, Kevin.